Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession mit Vivi zu Outlast 2. Motivation heute in Person. Es ist warm. Moin moin Leute und liebe Grüße aus der Zukunft, von der Aufnahme hier aus gesehen. Leider haben sowohl diese als auch die nächsten zwei Folgen keinen Ingame-Sound und Musik, weil ich schon wieder vergessen habe, vor der Aufnahmesession zu kontrollieren, ob auch der Ton richtig aufgenommen wird. Weil je nachdem, ob ich alleine oder mit anderen Leuten aufnehme, nehme ich ja ein verschiedenes Mikrofon. Und das muss ich im Aufnahmeprogramm natürlich entsprechend umstellen. Aber ich vergesse es leider immer wieder und ich hasse es. Das könnt ihr mir glauben. Deswegen ja, ich werde noch andere Musik drüber legen, dass wenigstens ein bisschen was zu hören wird. Oder zu hören ist, besser gesagt. Und leider bringt es auch nichts, das Spiel nochmal durchzuspielen. Ich würde es wirklich machen, weil ich will euch ja guten Content liefern, aber du kriegst die Bewegungen und alles nicht mehr eins zu eins hin, damit dann die Soundeffekte auch im Endeffekt passen. Deswegen muss es jetzt erstmal die drei Videos wieder so gehen. Und ich wünsche euch trotzdem viel Spaß beim Video, wa? Bis dahin und zurück zum Video. Viel Spaß. Einmal das und wir dürfen uns halt keinen Lüfter erlauben, weil so total Störgeräusche Genau, sind. weil ihr euch aufregt. Das Lüfter Hintergrund. Aber ich kann mich noch dran erinnern. Kannst du mir mal danke? Schön. Du. Ja, danke. Steven steht wieder auf der Leitung. Leitung. Ist ja nichts Neues, aber ich kann mich noch dran erinnern. Hier war letztens diese Dingsbums, Kannst diese. du das mal ein bisschen leiser machen? Also wenigstens ein bisschen. Danke. Okay. Nämlich ansonsten kriege ich noch einen Hörschaden. Ja, bei mir ist noch. Warte mal. Bei mir ist auch schon auf dem Maximum. Ich hab's bloß. Es sind zwei verschiedene Kopfhörer, deswegen. Ah ja, na, bei mir ist es ziemlich laut. Okay. Ja. Passt so? Ich kann mich nämlich bloß rein. Ich weiß bloß nicht, ob wir von hier kommen oder dahin gehen Ne, wir sind müssen. hier runtergelaufen das letzte Mal. Stimmt. Da waren wir in der Statue noch und haben wir gesagt, so, hier reicht's. Genau. Da Ja. fange ich mich nämlich nur noch an diese Dings, an diese Erinnerung. An dieses Flashback damit erinnern kann. Ich muss jetzt mal die Steuerung wieder kennen. Du warst. Genau das. Okay, das ist wirklich ein bisschen. Genau, wo wir gesagt haben, hier, das ist hier die Zeichen, hier hast du nicht gesehen und so. Blutregen, tote Vögel und alles. So, was sagt denn der Oscar? Gehen wir jetzt hier weiter zu Schubkarre. Du wirst katholisch. Seite lang, oder? So kann man es auch machen, ja. Das Brett war physikalisch noch nicht mal zu Ende, aber unser Typ fällt runter, natürlich. Bitte bleiben Sie dran, bis wir den Weg gefunden haben. Also da kommen wir nicht durch. Details? Hier runter. Genau. Mal schnell gucken. Batterien haben wir noch. Drei Stück, sehr schön. Meine Mutter, das liegt mir unten noch irgendwas rum. Weil es bietet sich ja irgendwie an zum Abstürzen. Ich muss echt gründlicher werden. Das ist. Aber dafür habe ich ja dich. Danke. Ich werde nicht mal bezahlt dafür. Das stimmt. Wer will, dass ich dafür bezahlt werde, schreibt es in die Kommentare unten rein. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen, aber. Nee. Ja, ne? Irgendwie muss man darüber kommen. Eigentlich schon, weil. Das ist ja so eine Es Felsspalte. klettert doch! So zum Hochklettern, aber die Frage ist. Da hoch. Irgendwie. Weil es sieht so aus, als ob man da oben lang. Ah, okay. Hätte nicht gedacht, dass er in so einer schmalen Ebene sich hier lang bewegen kann. Weight Watchers. Bei der Szene erinnere ich mich immer noch dran, wenn er so die Hände bei dem ersten Level, wo wir das Dach runtergeflogen sind. Weißt du es noch? Ah ja. Richtig schön in die Leichen rein. Rechts war nicht mal. Ich dachte, ich habe hier was Gutes ansehen. Aber nope, hier ist zu. Also müssen wir da lang. Ja. Dann.
Na geil, in die Höhle rein. Na los. Hallo, hallo. Wo ist das Wasser? Juhu. Ganz ehrlich, welcher normaler Mensch kriecht denn bitte in so eine Höhle rin? Ja, wenn es keinen Weg mehr gibt. Oh, was ist das? Ja, bestimmt den Schrein, da, oder? Das Ding da. So wie so ein Hakengebomse. Ich will nicht sagen, aber ich glaube, unser Typ dreht auch langsam durch. Was ist denn ein riesiger Schrein und was hält er denn da in der Hand? Ah. Ja, das ist so, wie so ein gefallener Engel quasi, genau. Ja. Ich bin ganz ehrlich, raus. Ich hätte schon längst wieder gesagt, nein. Scheiß auf die Alte, es gibt genug andere Frauen auf dieser Welt. Ich bin genug Fische im Teich. Ja. Hab ich richtig gesehen? Kopflöser. Nee, oder? Keine Ahnung. Darüber kommen wir so gesehen nicht. Aber da kommen wir. Ja. Ah! Mann, ey. Also manchmal, ne? Manchmal, aber nur manchmal. Auf was hat sich gerade abgemeldet? Das war der Controller, der hat gerade Kontakt. Aha. Ich hoffe, das passiert nicht, wenn wir wegrennen müssen oder sowas. Das hoffe ich auch. Das ist irgendwie, das Kabel hat so eine Klatsche. Oder irgendwie Dokumente oder sowas jetzt nicht noch irgendwie liegen sehen. Was drin? Ja, die auch, aber. Irgendwie. Kommen wir da hoch? Nee. Wir müssen wirklich hier rüber, aber ich muss nur richtig springen. Nämlich so. Ich hoffe, das sind nur Steine. Ja. Es ist nur ein Spiel. Gehst du hoch? Er hat mich übrigens vorhin gefragt, ich habe gerade vor der Aufnahme noch was gegessen und er hat mich gefragt, wie ich das machen kann, bei so einem Horror-Game vorher was zu essen. Wer hat da auch von euch so Probleme? Wer kann das nicht? Interessiert uns mal, schreibt es unten rein. Mhm. Ah, guck mal. Vor allen Dingen. Seid ihr einfach nur resistent oder habt ihr irgendeinen Trick dagegen? Also, mich persönlich juckt's nicht. Ich gucke an ein Schlachtevideo gucken und nebenbei essen. Da dreht sich bei mir so der Magen bei um. Also, das kratzt so mich nicht. Kein Problem. Ich glaube, die sind alle so lange gestorben, bis sie tot sind. Ich sehe tote Menschen. Ich habe Augentinnitus, ich sehe nur Pfeifen. Was? Was? Mädchen, was los? Hallo, kleines Kind, hängst du ein bisschen ab? Sind die aus der Schule, oder? Ja. Wir haben definitiv einander Klatsche. Ui, alles dreht sich. Yay! Oh Mann. Ich würde unserem Blake mal einen Psychiater empfehlen. Oder diese Geisterseele versucht uns etwas zu sagen. Dass wir eine Klatsche haben, ja, definitiv. Oh. Bestimmt da hoch, oder? Kommen wir hoch? Da hoch. Nicht so, nicht wahr? Nee. Ah! Ja. Oh, das Licht aus. Danke. Ah, da hat er gerade unsere Frau Hure genannt? Der wird geschlachtet. Hör auf mit Scheren, hat was vom ersten Teil. Ach, wir haben's jetzt gerafft, Blake. Wirklich. Wir wohnen zwar auf dem Dorf, aber so blöd sind wir nun auch wieder nicht. Alleine schon irgendwie staune ich aber auch, dass das hier nicht so dieses typische Klischee ist, so ein Haufen Krähen oder irgendwie.
Haben die, wieso haben die links? Unten? Gut, keine Bedrohung. Na, ich dachte. Haben die Kräne aus dem Fenster nicht erreicht? Nö, ich wollte noch eine. Achso. Also, weil es Spielentwickler zuguckt, macht man richtig Outlast nur mit Krähen. Krähen und Jumpscares. Nee. Wer ein Spiel nur mit Jumpscares kennt, sag mal Bescheid, das wäre was für dich. Ach, gibt bestimmt noch schlimmere. Ja, klar gibt's schon. Naja, dann. Empfehl's doch mal, Stevie, wir spielen zusammen. Nee. Klar. Nee. Ach, man müsste sich mal abhärten ein bisschen. Bin ja schon dabei, was funktioniert. Hä? Funktioniert nicht, das klingt nach einem Hund. Nee. Das ist einfach bloß ein alter Dielenboden geklungen. Meinst du? Ja, das war kein Hund, ich weiß, wie ein Hund klingt. Das klingt wie so eine typische deutsche Dogge. Na klar. Nee. Ja. Wir belassen es einfach dabei, wenn es so eine lange Texte sind, dass man die mal kurz abfüllen. Wer möchte, kann die sich durchlesen. Guck mal, da hängt wieder einer. Wie? Also. Na, alles gut. Jo. Jetzt kriegt der Geigen-Solo wieder los hier. Sieht relativ tot aus. Ich hoffe es. Hier ist schon wieder Fett an der Wand. Das ist ja nichts Neues. Was war es denn links? Ach, eine Puppe. Das Übliche. Ich habe das auch schon auf irgendwelchen Batterien oder so. Guck mal hier durch. Nein. Boom. Mein Gott, ist ein Gott. Ich bin nicht der Schrank. Jetzt fangen wir noch mit der Apokalypse an. Natürlich am Gott. Hey, Freunde, Party! Geil. Der ist sogar ein bisschen flinker. Wollen wir uns ja einfach hier einen Schaukelstuhl setzen und sagen, komm hier, Shred Adams. Ich wäre dafür, ja. Ein Aufzug. Der wahrscheinlich nicht geht. Lass mich raten. Es war mir so klar. Der kam noch, überlegen wir mal logisch, der kam noch von da drüben gelaufen. Ja. Yep. Also denke ich mal, dass doch irgendwo in der Richtung da drüben der Generator sein wird. Ja. Wahrscheinlich da drin. Ich meinte das... Oh nein, die Alte! Kann das sein? Dass du, wenn du merkst, du wirst verfolgt, dass du panikartig irgendwo sinnlos hinrennst? Nicht sinnlos, ich suche nach einem Versteck. Da. Guck mal, ist eine Batterie bei dem Vogel noch? Hinter dir. Hinter dir unten. Nein. Gut, dann geh in die Tonne. Oder du musst auch nicht, weil die alte... Die ist wahrscheinlich irgendwo links. Hoffe ich. Ja. Keine Ahnung. Scheiße, ich komme in die Tonne. Darf man mal fragen, warum du jetzt da drüben nicht weitergehst? Weil die da gerade lang patrouilliert. Aha. Ich versuche, um die rumzukommen.
Die steht da immer noch. Ja, vielleicht kommen wir dann doch von der Seite irgendwie vorbei. Ach so, die steht hier direkt um die Ecke. Kannst du davor vielleicht über die Treppe ins Haus rennen? Naja. Die macht gar nichts, oder? So wie es aussieht, nicht? Nö, dann lauf weiter. So. Wo ist der Generator? Generator? Da steht irgendwas mit Generator. Guck mal. Hä, wo ist das für? Ach, da. Da oben. Huh! Uns gesehen. Ja, hat er. Fuck! Au! Shit. Sind wir im Generatorhäuschen? Ich glaube ja. Erstmal schnell verstecken. Ja, ich glaube. Hoch. Der ist weg. Ui. Seltsame Vögel hier in der Gegend. Da ist ein Generator. Jep. Ja. Ich überfliege mal bloß kurz, ob ich nicht irgendwas Wichtiges da verpasse, aber Batterien haben wir hier nicht. Dann einmal durch da. Erstmal schön zu fallen. Ich habe nämlich so ein blödes Gefühl, mal wenn du ein Objective schaffst, dann passiert irgendwas. Meinst du? Naja, meistens, wenn du irgendwie Schlüssel oder so findest, dann kommen die alle reingestürmt oder so. Jawoll! Ja, sag ich doch! Mann! Ah. Na los, gehen wir weiter. Willst du Schluss? Ja, gerade du. Gerade du! Trost Menschen! Man kann ja wie so tun als Opfer. Mhm. Ja, willkommen. Ja. Mhm. Renn einfach an dir vorbei. Immer bitte du weiter. Ja, ja. Oder warte ich auch. Strick du deine dritte Kaffeemaschine und schönen Tag noch. Zu einfach gewesen. Achso, bin ich schon los. So, und jetzt zurück zum Aufzug. Scheiße. Das ist ja gar nicht lang. Okay. Komm ich irgendwie. Ja. Hier kommt man nicht lang. Okay. Ich würde sagen, einfach durchrennen. Jo, YOLO. Okay, nicht YOLO. Scheiße. Autsch. Ja, ja. Ja. Warum der alte Drachen schon wieder? Was willst du, du hässliche Plötze? Sag doch, gib wir uns haben mal keine Menschen. Ist gut, das ist ein Film. Ist mir recht geil. Wir haben keine Menschen hier was getan. Einfach nur, weil wir dieser komischen die Kackbratze. Sekt den nicht angehören. Okay, also durchrennen ist eine doofe Idee. Ich wollte es nicht tun. Naja. Laber nicht. Kannst du nicht die Alte da so. Können wir die nicht anpacken oder Schutzschild nehmen? Entweder das oder. Eine Oma mit der anderen Oma auslocken? So, Wie hieß denn das hier, wenn hier so Geisteraustreibung, da gibt es ein Fachwort für. Wenn, hier so, wenn so Priester irgendwie so die Teufel vertreiben. Aber du weißt, was ich meine. Ja. Dass man das mit der durchzieht. Aber das stimmt, wenn man hier am Rand nicht durchkommt, dann kommen wir hier links an, links vorbei. Ja, ja, sehe ich auch so.
Exorzismus. Genau. Ich glaube, hier kommt gleich einer raus. Oder? Bleib sitzen. Alter. Kannst du drüber lugen? Ist gerade links wieder lang. Deswegen ist das die Frage. So einfach. Na, geh doch mal raus und guck da vorne vorsichtig um die Ecke. Nee, langsam, langsam, langsam. Oder auch nicht. Ja, ist okay. Lauf! Lauf doch, Blake! Komm, mach zu, mach zu, mach zu! Haha. Alter. Die Frau sucht, glaube ich, einen Mann, aber die macht's falsch. So, das haben wir geschafft. An der Stelle machen wir einen Cut. Reicht erstmal die Verfolgungsjagd. Von daher... falls man an sich mal irgendwelche Batterien oder so übersehen sollten, sagt einfach mal Bescheid. Nicht, dass wir zurückgehen könnten, aber um mal besser aufzupassen. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen, bis dahin. Und ja, bis Tüdelö.